Isabel, du bist keine Ingenieurin, du arbeitest aber im Marketing für eine Firma aus dem Bereich Umweltschutz. Vielleicht magst du zu der Firma auch was sagen. Und du arbeitest viel mit Social Media. Und wenn du dir das jetzt so anhörst, scheint ja unsere Branche und auch der Studiengang so ein kleines Imageproblem zu haben und teilweise auch berechtigt. Aber teilweise eben auch unberechtigt. Was könnte man denn tun, um das Berufsbild und auch den Studiengang besser unter die Leute zu bekommen? Weil, wie wir festgestellt haben, Fridays for Future ist eine Jugendbewegung, die eigentlich genauso wie die Branche das Gleiche will, ja? Nämlich die Energiewende schaffen. Und dazu bräuchten wir halt mehr Leute, die das studieren. Wo würdest du denn ansetzen? Ja, also erstmal zu deiner ersten Frage. Ich arbeite bei Crafting Future und wir produzieren und entwickeln nachhaltige Mehrweglösungen. Das heißt, wir stellen Pfandschalen her, damit wir Einwegplastikmüll verhindern können. Und da mache ich halt das Marketing dafür. Darüber bin ich gekommen, über meine Tätigkeit als Influencerin durch die sozialen Medien. Und ich sehe ganz deutlich so ein bisschen das Problem. Also einerseits sind ja scheinbar Vorurteile berechtigt, das, was Aya erlebt hat. Und Kerstin hat ja das komplette Gegenteil erlebt. Also ich würde mich erstmal auf das konzentrieren, was Kerstin gesagt hat, dass es ja teilweise wirklich ein toller Studiengang sein kann. Und da denke ich, dass es das von vornherein in den Schulen angesetzt werden sollte, dass es da erlebbarer gemacht wird, dass gezeigt wird, was kann man mit solchen Studiengängen in der Praxis später machen. Dass es so ein bisschen aus der verstaubten Ecke rauskommt, dass es zu wissenschaftlich dargestellt wird, also dass man schon in Schulen irgendwie das zeigt. Dann natürlich mein Steckenpferd, die sozialen Medien, also dass man da einen guten Social-Media-Auftritt hinbekommt von den Hochschulen, von den einzelnen Studiengängen und vielleicht auch, wo Aya ja auch aktiv ist bei Fridays for Future oder in der Grünen Jugend, dass man da versucht, den Schülerinnen und Schülern schon zu zeigen, okay, wenn ihr euch hier engagiert, dann könnt ihr das vielleicht studieren oder in die Richtung gehen, weil dann könnt ihr wirklich was bewirken. Die Voraussetzung ist dann natürlich auch, dass die Studiengänge dementsprechend auch wirklich ablaufen und dass die Leute nicht sowas erleben wie du. Genau, das wären jetzt, glaube ich, so meine drei Ansatzpunkte.